Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht geschrieben bei Jesaja im 6. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm, jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herde, von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Die Türschwelle diente bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte: Das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Da sagte er: Geh und sag diesem Volk: Hören sollt ihr, hören aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Verhärte das Herz dieses Volkes, verstopft ihm die Ohren, verklebt ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und sich nicht bekehrt und nicht geheiligt wird. Ich fragte: Wie lange, Herr? Er antwortete: Bis die Städte verödet sind und unbewohnt, die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste geworden ist. Der Herr wird die Menschen weit wegtreiben, dann ist das Land leer und verlassen. Bleibt darum noch ein Zehntel übrig, auch sie werden schließlich vernichtet, wie bei einer Eiche oder Terebinte, von der nur der Stumpf bleibt, wenn man sich fällt. Ihr Stumpf ist der heilige Same. Amen. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, als ich den Text das erste Mal las, habe ich die Bibel gleich wieder weggestellt. Nein, sagte ich mir, darüber redest du nicht. Das ist so ein harter Tobak, vergiss es. Ich überlegte, ob ich Ihnen eine Bittsituation zeige, etwas Besinnliches, etwas Harmonisches, etwas, womit Sie und ich gestärkt in die Woche gehen können. Doch dann ließ mich der Text nicht wieder los. Also hol ich die Bibel wieder raus, eine zweite Übersetzung und noch eine dritte. Doch der Tenor blieb der gleiche. Also, was tun? Da kam mir der Olle Goethe in den Sinn und sein Faust. Da sitze ich nun, ich arme Tor und bin so klug als je zuvor. Halt, dachte ich, da gibt es noch ein Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Da hat doch dieser grandiose Künstler die wichtigsten Propheten in den Deckungsfiguren verewigt. Bingo. Da sitzt der Jesaja, der Prophet, und sinniert vor sich hin. Was mag Jesaja denken über seinen Auftrag? Da kam mir die Idee, dass ich doch als ihr Erzähler auftreten kann, und zwischen Ihnen als Publikum
zu den Zuhörern dieser Predigt und den Propheten vermitteln kann. Eine solche Predigt nennt man in Fachkreisen eine narrative Predigt. Hören Sie selbst, was der Prophet zu sagen hat und wie sein Disput mit Gott aussieht. Da sitze ich nun, ich arme Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Jesaja, bin Prophet sogar, und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und rum mein Volk, die Juden, an der Nase herum. Mich plagen Skrupel, mich plagen Zweifel. Ich kann auch immer nicht begreifen, des Herrn Wort, es plagt mich täglich. Begreifen kann ich es nicht, unmöglich, was Gott von mir verlangt. Das finde ich wirklich allerhand. Ihr fragt jetzt sicher, was ist geschehen? Ihr sollt es hören, bitteschön. Ich ging seit Tagen so für mich hin, Gott bei den Menschen suchen, danach stand mir der Sinn. Ich ging in die Hütten, seit ihre gebeugten Rücken. Gott? Nein, der wohne nicht hier, schon lange nicht mehr in ihrem Quartier. Ich ging in die Paläste der Reichen und Frommen und siehe, auch hier hat Gott längst Preis ausgenommen. So ging ich zum Tempel und ich trat ein. Da war ich geblendet von herrlichem Schein. Ich sah einen Thron. Ich stand davor. 6 Seraphim hoben ihre gewaltigen Flügel empor. Gott, der Allmächtige, saß da auf gewaltigem Thron. In seinen Händen hielt er den gekreuzigten Sohn. Ich verbarg meine Augen vor seinem Gesicht. Es war nicht zu ertragen, das gleißende Licht. Ich hörte die Stimme, die traurig nur klang. Was habt ihr mir und meinem Sohne angetan? Ich gab euch die Erde, den Auftrag dazu, bepflanzt und bebaut sie, doch gönnt euch auch Ruhm. Ihr könnt essen von allen Bäumen, Früchte ungezählt, nur nicht vom Baum des Lebens, der in der Mitte steht. Nur dieses eine Gebot, ich bitte euch darum, haltet es und seid nicht dumm. Doch was macht der Mensch? Was immer er tut. Bekommt doch von allem nie genug. Die Früchte aus Nachbarns Garten, sie schmecken viel besser. Gott liefert uns nicht reich ans Besser. Sie aßen vom Baum zu allem Überdruss. Die Fratze des Bösen sah zu mit Genuss. Und schambedeckt, vertrieben aus meinem Haus, da standen sie nun vor dem Unsterblichen aus. Jesaja, du weißt, es freut mich. Komm, schau in mein Angesicht. Vergebung, Liebe, Güte und Recht, das ist es, was ich für die Menschen erfecht. Doch abermals musste ich schauen, wie sie den Turm zu Babel bauen. Mir gleich zu sein, das wollten sie. Vom Turm mich stürzen, war ihr Ziel. Doch ich war klüger. Ich griff ein. Wieder war es an mir, meinem Volk zu verzeihen. Ich befreite es aus Knechtschaft und Not. Ich ließ das Wasser teilen, brachte dem Ägypter Tod. Den Dank dafür zollt am Ende jung und alt den selbstgegossenen goldenen Kalb. Moses gab ich meine Stimme. Ihr zu gehorchen war nicht im Volkessinne. Ich gab ihnen Gebote, den Tempel, mein Haus. Mit Hohn und Spott schlugen sie dies Angebot aus. Ich gab ihnen alles, zuletzt meinen Sohn. Nun hängt er am Kreuz, was für ein Hohn.
Jesaja, verblenden sollst du dieses Volk, das niemals wirklich was von dir gewollt. Geh hin, verkünde es zu dieser Stunde, was du jetzt hörst aus meinem Munde. Hört nur, höret und erschreitet nimmer, verstopft eure Ohren, seid taub für immer. Seht nur, sehet und erkennet nimmer, verklebt eure Augen, seid blind für immer. Verfetten soll des Volkes Herz, dass sie nicht mehr hören des nächsten Schmerz, dass sie nicht sehen des nächsten Leid, dass sie nicht hören anderer Schrei. Verpesten sollen sie Stadt und Land, bis sie nichts mehr haben in der Hand, als die Angst ums nackte Überleben. Wenn die Erde erschüttert durch Beben, wenn Ach stößt hoch in die Luft, wenn der Tsunami wird zu Menschen ruft, wenn Kernkraftwerke explodieren, wenn in der Welt die Söldner marodieren, wenn sie töten Mann, Kind und Weib, Vergewaltigung sie in den Wahnsinn treibt. Für sie bin ich tot. Es schreit die Welt, es leben Ruhm, Macht und Geld, es geht uns gut. Wir strotzen vor Kraft, das alles haben wir ohne Gott geschafft. Es leben Unterdrückung, Ausbeutung und Sklaverei, für König und Vaterland, wir sind dabei. Müde schauten seine Augen, kraftlos und leer, als wollte Gott sagen, Jesaja, ich kann nicht mehr. Es glühten die Lippen, es brannte mein Herz. Wer kann es ertragen, diesen unsagbaren Schmerz? Da hängt er am Kreuz, Gott ist tot. Nietzsche hat recht, den Gott sind wir los. Die Städte verheert, kein Insass mehr. Ich sehe die Straßen, doch diese sind leer. Vernichtet die Ecke, vernichtet das Land, verlassen die Städte, die Menschheit verdammt. Ich wache auf von meinem Schrei. Ich stehe im Tempel, es ist vorbei. Eine weiße Taube fliegt zum Himmel empor. Ich höre noch der Engel Chor. Heilig, heilig ist der Herr, ihm allein gebührt die Ehre. Im Schatten sehe ich ein Ross entspringen, aus einer Wurzel einen Weg sich zwingen. Ich schaue auf, sehe sein Erbarmen,